Merry Meet und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie ich meinen Altar samhainfähig umgestalte, also ein wenig dekoriere. Denn hinter mir ist jetzt mein nackter Altar, also da sind jetzt nur meine magischen Utensilien drauf und mehr eigentlich auch nicht, keine Deko und nix. Aber die werden wir jetzt gemeinsam einfach mal drapieren und ich zeige dir ganz einfach, wie ich das so im Allgemeinen mache. In dem Fall halt jetzt für Samhain, weil in ein paar Tagen haben wir auch schon Samhain. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also für mich ist es eins der wichtigsten Jahreskreisfeste, die es so gibt, beziehungsweise da freue ich mich immer das ganze Jahr drauf. Also wie du siehst, auf meinem Altar befindet sich jetzt nicht wahnsinnig viel, außer meinen Steinkreis und die ganzen Utensilien und mehr auch nicht. Aber ich habe auch ein bisschen was Neues gekauft und das werden wir jetzt einfach zusammen umdekorieren. Jetzt siehst du ganz einfach meinen nackten Altar, beziehungsweise in Anführungszeichen nackt. Und die einzige Deko, die wir hier haben, sind diese Christbaumkugeln, die ich aber jetzt entschlossen habe, das ganze Jahr überhängen zu lassen, weil ich das sehr passend finde zu meinen Vorhängen und auch zu den Gläsern vom Altar. Also hier die Fronten, die sind nämlich auch lila und deswegen hängt das die ganze Zeit. Also nicht wundern, dass es irgendwie wegen Weihnachten bzw. Juli wäre, sondern nein, die wird jetzt das ganze Jahr hängen und wir werden das auch noch ein bisschen nutzen, die Vorrichtung, wie das da hängt. Fangen wir jetzt einfach mal mit dem an, womit ich immer beginne, und zwar meinem Altarbild. Ich habe für jedes Jahreskreisfest ein Bild gemalt. Das entstammt also meiner eigenen Feder bzw. meinem eigenen Pinsel. Ich habe halt für jedes Jahreskreisfest ein eigenes Bild gemalt und das hänge ich dann immer hier in dem Bereich einfach auf. Und das mache ich jetzt auch. Wenn es nicht ganz gerade hängen sollte, mir macht es nichts aus. Also ich finde es so gut, wie es jetzt da hängt. Und darunter siehst du auch mein Buch der Schatten, was ich dir ja schon mal gezeigt habe. Als nächstes nehme ich mir mein größtes Dekorationsgegenständchen, also dieses Laub mit Kürbissen. Also ich finde, das ist sehr, sehr passend. Ich glaube, das bekommt man aktuell auch noch beim Teddy. Also ich habe es vor ein oder zwei Jahren auch beim Teddy gekauft. Das Ganze ist auch relativ groß. So gefällt mir das schon mal einigermaßen. Ist jetzt vielleicht nicht 100% perfekt für jeden, aber so ist schon mal im Großen und Ganzen was da. Und dann mache ich auch schon weiter mit einer kleinen Lichterkette, die ich passenderweise jetzt wegen Halloween, und so findet man das ja überall, ist halt so eine Kürbislichterkette. Ich hoffe, das kann man erkennen, dass es Kürbisse sind. Und dazu nutze ich mir jetzt einfach meine Vorrichtung hier oben und da klemme ich es halt so ein bisschen dran. Damit es auch hält, wickel ich es auch einmal hier um dieses Fädchen drumherum und dann verrutscht es auch nicht mehr. Dann sollte es dort bleiben, wo es ist. Das hängt zwar jetzt so in mein Bild hinein, aber ich finde, das passt doch ganz gut. Und ich habe noch so eine Lichterkette, und zwar mit lila leuchtenden Spinnen. Die finde ich halt auch ganz cool und niedlich. Und die lege ich dann hier vorne so noch mit dabei, beziehungsweise die kommt so ganz in die Nähe von dem ersten Dekorationsgegenstand. Die Lichterketten haben jeweils 1,99 übrigens gekostet. Du siehst 1,99 und das ist echt nicht viel für so eine kleine Lichterkette. Das ist völlig in Ordnung. So haben wir also schon mal noch ein bisschen mehr Deko. Und da kommt auch noch viel, viel mehr. Und zwar habe ich hier so eine Kerze, die brennt schon seit 2 Jahren, weil die habe ich dem Basilius gewidmet, meinem Kater, der auch vor 2 Jahren am 16. Oktober verstorben ist. Und die zünde ich dann halt auch immer jetzt in dieser Jahreszeit vor allem an, weil ich dann besonders häufig an ihm denke. Ich denke eigentlich ständig an ihn. Okay, das ist halt die Kerze, die ich ihm gewidmet habe. Damit die Gegenstände bzw. die Deko nicht zu nah kommt an die Kerze, klemme ich es besser noch da hinten hin. So, hier kommt dann die Kerze hin. Dann habe ich noch so einen Kürbis mit Hexenhut. Auch sehr, sehr schön. Habe ich, glaube ich, auch mal beim Kick gekauft. Im Moment haben die auch wieder ähnliche. Also nicht den gleichen, sondern ähnliche. In allen verschiedenen Größen. Da wir schon mal bei Kerzen sind, habe ich hier noch ein rotes Teelichtglas und noch ein Teelichtglas, wo das so reingehangen wird mit einem Laubblatt drauf. Das habe ich schon sehr, sehr lange. Also das ist der allererste Altargegenstand, den ich jemals gekauft habe. Den habe ich ungefähr mit 15, 16 Jahren gekauft. Also kannst du dir denken, das ist schon über 11 Jahre alt und das behüte ich wie einen Schatz. Das stelle ich hier passenderweise auf dieses liegende Blatt, was von der Deko abgegangen war eben. Und das andere Teelichtglas stelle ich hier auf meine Tarot-Deckbox. Jetzt kommen wir auch schon zu ganz vielen Kleinteilen. Und zwar hier so ein Fliegenpilzchen. Den stelle ich hier hin. Ich weiß gar nicht, ob man das von da sieht. Wahrscheinlich nicht so wirklich. Und dann habe ich noch ganz viele gesammelte Kastanien. Ich nutze jedes Jahr gerne, beziehungsweise zu jeder Saison nutze ich gerne saisonale, ja, Naturprodukte, die ich halt dann selbst aufsammle, und die werden dann halt auch noch so dazugelegt.
einmal so vor den oder neben den Kürbis ein paar. Und hier noch ein paar an der Seite, weil die Seite wollen wir auch nicht vernachlässigen. Übrigens habe ich auch eine Babykastanie gefunden. Also ich habe noch nie so kleine Kastanien gesehen. Aber damit die nicht verschwindet und meine Katze die nicht so schnell entdeckt, lege ich die hier auf diese Halterung bzw. Untersetzer von der Kerze. Dann habe ich auch noch eine Walnuss, die ich irgendwo mal gefunden habe. Die kommt auch noch mit dabei. Und dann kommen wir auch schon zum allerletzten Gegenstand und zwar 9 Altarkerzen, weil meine Altarkerzen haben schon die besten Zeiten hinter sich. Und manche brennen auch nicht mehr, also die hier. Also eine von beiden lässt sich auch nicht mehr anzünden. Ist auch schade, dass hier einiges abgebröckelt ist. Deswegen dachte ich mir, es ist Zeit, die zu ersetzen. Eigentlich sind die hier jetzt total passend zur Jahreszeit. Ich habe keine ähnlichen mehr gefunden, aber es kommen jetzt relativ rustikale. Und zwar nehme ich diese beiden Rustik-Stumpenkerzen vom DM. Also ich finde dieses Muster, die sie haben, diese Struktur sehr, sehr schön. Und je eine kommt dann natürlich in meine großen Kerzenhalter. Das ist zwar jetzt nicht sehr passend zur Jahreszeit, aber dann habe ich endlich mal wieder Kerzen, die brennen. Irgendwie ist es im Moment nicht machbare, passende, schöne zu finden, die mir auch wirklich gefallen. Deswegen sind es halt diese rosanen geworden. Ja, und das wäre dann auch schon das ganze Spektakel, ganze Dekoration, die ich so auffahren wollte. Ich werde jetzt noch alle Kerzen anzünden. So, so sieht nun mein Altar mit Kerzen aus, mit bestückten Kerzen bzw. angezündeten Kerzen und ich zeige dir das Ganze natürlich auch mal vom Nahen. Huch, da hinten die Kerze ist wieder ausgegangen, kein Problem. Jetzt siehst du das Ganze auch mal ohne Studioleuchten. Jetzt ist hier nur noch das Licht vom Wohnzimmer an sich an. Und schon sieht man, wie schön die ganzen Kerzen leuchten und natürlich auch die zwei Lichterketten nicht zu vergessen. Und immer wenn du irgendwie Kerzen benutzt und Deko, achte bitte immer darauf, dass ein gewisser Sicherheitsabstand gegeben ist, damit dir nichts anfackeln kann. Und auch hier, wenn man Gardinen hat und da in der Nähe auch eine Kerze, dann sollte man auch immer darauf aufpassen, denn es kann schnell mal was schief gehen. Und Feuer ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Meinetwegen kann Samhain jetzt kommen, denn mein Altar ist vorbereitet, ich bin auch vorbereitet und ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und auch meine Art zu dekorieren und ich hoffe, du bist nicht dabei eingeschlafen. Da gibt es halt nicht so viel zu erzählen, sondern nur zu zeigen und wie gesagt, sei immer vorsichtig, wenn irgendwie Kerzen und Deko zusammen, vor allem entzündliche Deko, zusammenspielen sollen, dass da wirklich nichts passiert. Hinter mir habe ich jetzt auch die Kerze extra ausgemacht, damit ich gleich nicht selbst lichterloh stehe. Ich hoffe, dir gefällt das Ganze so. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Wie du siehst, ist alles in herbstlichen Farben, bis auf die zwei Altarkerzen. Aber okay, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber dafür sind sie schön. Also ich finde wirklich deren Struktur, das Rustikale, das Rustike an ihnen sehr schön. Und ich glaube, die sind auch im Moment sehr, sehr im Trend. Also man sieht sie eigentlich fast überall, solche Kerzen. Und die kosten auch nicht die Welt. Ich habe, glaube, 2-3 Euro pro Kerze bezahlt. Also 2 bis 3 Euro für so eine große Kerze finde ich auch völlig in Ordnung. Die brennen auch sehr, sehr lange. Es sei denn, sie gehen irgendwie kaputt, wie meine alten Altarkerzen. Ich muss halt gucken, wie ich die irgendwie wieder zum Brennen kriege. Aber ich glaube, das wird irgendwie bei der einen nichts mehr, die nicht mehr brennt. Aber egal. Das ist jedenfalls jetzt mein dekorierter Altar. Und ich hoffe, du fandest es irgendwie einigermaßen interessant, wie ich so dekoriere. Also, wenn du magst, kann ich es gerne zu jeder Jahreszeit bzw. jedes Jahreskreisfest dir zeigen. Ich habe es bisher auch jedes Jahr gezeigt, wenn ich meinen Altar zu Jule geschmückt habe. Das sieht dann natürlich auch nochmal ganz anders aus, weil der Winter dann ja schon längst Einzug eingehalten hat. Jetzt können wir erstmal den Herbst genießen und auch hoffentlich ein schönes Samhain, aber bis dahin sehen wir uns ja auch noch ein paar Mal. Ich glaube, ich habe jetzt genug gezeigt und gelabert und verabschiede mich jetzt auch schon wieder so langsam von dir. Verlinke dir hier an der Seite noch meine letzten beiden Videos und auf dieser Seite kannst du mich natürlich kostenlos abonnieren. Das tut auch immer noch nicht weh. Und ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Dienstag. Blessed be!